Kamera läuft, Ton läuft. Ton wackelt. Lieben Freunde, ihr seht, ich stehe im Dampf. Für euch ist es jetzt, geht es gleich erst los. Für uns ist es eigentlich schon zu Ende. Hier kommt nur noch ein bisschen Dampf, also für uns ist das ein bisschen Dampf. Nachher seht ihr die Maschine in Aktion, wo es richtig dampft. Das ist im Prinzip das Gerät, um das es geht. Unser Dampferzeuger, handelsüblicher Badeofen. Zu Ostzeiten hatten die Leute im Bad damit ihr warmes Wasser warm gemacht. Und jetzt missbrauchen wir den Badeofen als Dampferzeugungsmaschine. Das hat den Vorteil, wenn ihr wisst, der ganz normale Tapetenablöser braucht mindestens eine Stunde, ehe er aufgeheizt ist. Dann arbeitet ihr damit eine Stunde, also schmelzt 15, 16 Rähmchen aus und eine zweite Ladung kriegt ihr meistens nicht mehr hin. Und diese Maschine heizt eine Stunde hoch und dann habt ihr kontinuierlich Dampf. Wir machen den etwa bis hierhin voll und dann heizt ihr, könnt ihr den ganzen Tag damit schmelzen. Und hat halt richtig Dampf. Der macht so heißen Dampf, dass hier uns die Isolierung, hier war eine handelsübliche Warmwasserisolierung dran, die ist uns alles weggeschmolzen. Ja. Also da geht schon ordentlich was. Der Kessel hat ungefähr 6 kW Dampfleistung, also müsste da an die Maschine etwa 3 Tapetenablöser dran klemmen, um die Dampfleistung zu haben. Ja. Also das ist jetzt so das Ende, der Kessel ist fast aus. Und das ist jetzt so die Dampfleistung, die ein Tapetenablöser bringt. Ja. Ich weiß, ich bin früher immer verzweifelt mit dem Tapetenablöser. Ich habe stundenlang davor gesessen und habe mir halt überlegt, wie können wir es anders machen. Und das ist im Prinzip jetzt die Maschine. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, der Badeofen. Wie ihr das macht, ihr könnt es auch anders machen ohne Badeofen. Wir haben es auch schon mit einem 50 Liter Ölfass probiert. Das geht auch über einem Gaskocher. So geht es im Prinzip auch. Ganz normaler Paella-Brenner, Gasbrenner. Man kann noch Holzfeuer drunter machen. So funktioniert es. Aber wir haben das Holz eh da und deswegen ist das eine wunderbare Geschichte. So, bis hierhin. Wir machen jetzt Feierabend. Für euch geht es jetzt gleich erst los. Bis später. Action! So, unsere Dampflok steht unter voller Leistung. Wichtig ist, dass der Kessel, der ist drucklos gebaut, nie unter Druck stehen darf. Deswegen haben wir uns hier einen Abzweig dran gebaut. Wichtig, ein Hahn muss immer offen sein, sonst gibt es ein großes Malheur. So, und jetzt seht ihr praktisch, was hier an Dampfleistung kommt. Ja. Den haben wir uns eigentlich dran gebaut, damit wir hier gefahrlos arbeiten können. Weil wenn hier der Dampf reinkommt, haben wir uns auch schon mal oft tierisch die Pfoten verbrannt, auf Deutsch gesagt. Das sind jetzt gewesen 4 Minuten. Und jetzt klopfen wir das ein bisschen aus. Den Kessel passen rein 14 bis 15 Waben. Wir machen den jetzt nicht ganz voll, weil wir ein- und auswiegen die Zargen, weil wir, wie in dem anderen Video schon erwähnt, den Drehster zurückwiegen wollen. Ja? Weil wir wissen wollen, wie viel Drehster kommen aus zwei Zargen raus, also dann auch wie viel Drehster kommt aus einem Rähmchen raus letztendlich.
So, jetzt noch einmal Feuer. Na ja, gut. So, Bienenfreunde, das haben wir im Prinzip jetzt alles, machen wir für die Wissenschaft, weil den Treser, das würden wir jetzt nicht, sonst nicht machen, den Treser wollen wir jetzt zurückwiegen. Dann haben wir das Gewicht, was an Tresergewicht aus 2 Tagen Segelbergern rausgekommen ist. Und dann können wir praktisch ermitteln, wie viel Restwachs drin ist. Wir können es dann praktisch hochrechnen. Das seht ihr in dem anderen Video zur Effizienz des Dampfwachsschmelzers. So, Deckel drauf, ja. Wir sehen praktisch hier nochmal, der Kessel wird teilweise auch richtig, richtig heiß, der Dampf. Weil hier sehen wir schon, hat es ab und zu mal, war es etwas zu warm. Das passiert, wenn man es ein bisschen zu gut mit dem Anlegen meint. Wichtig, einer muss immer auf sein und dann geht es auch schon weiter. Filmst du? Filmst du? Ja. Jetzt sehen wir live das Problem bei Segelberger und bei Hoffmann Seitenteilen. Insbesondere. Das ist eine Zarge, die noch nicht angefasst wurde. Wird halt relativ stark und das ist halt das Problem, propolisiert. Jetzt wird's was mit uns. Tja, Bienenfreunde, fehlt noch ein kleines Fazit zum Wachsschmelzen, ja? Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was haben wir denn so alles fabriziert? Wichtig vielleicht an der Stelle ist nochmal, wenn ihr Wachs schmelzen wollt, ist immer die Frage, wie viel wollt ihr schmelzen und wie viel Zeit habt ihr. Wenn ihr ganz viel schmelzen wollt, also sage ich mal ab 10, 12 Völker aufwärts und ihr macht totale Brutentnahme, dann braucht ihr natürlich auch einen leistungsfähigen Wachsschmelzer. Und ich habe das, glaube ich, am Anfang auch gesagt, ich habe Stunden und Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte, na, so viel sind es nicht, aber vor diesem Tapetenablösegerät gestanden und bin schier verzweifelt, weil das Ding hat nur 2 kW, braucht ungefähr 1 Stunde, ehe das warm ist. Und dann arbeitet ihr damit 1 Stunde, schmelzt, was weiß ich, 15, 20, 30 Rähmchen aus und dann fangt ihr das Spiel von vorne an. Das ist unheimlich unbefriedigend, wenn ihr am Ende des Tages auch noch was anderes vorhabt. Deswegen leistungsfähiger Dampfwachsschmelzer funktioniert nur, wenn ihr kontinuierlich Dampf erzeugt. Und das geht mit einem Tapetenablösegerät nicht, weil ihr müsst es ja immer wieder nachfüllen. Da ist die Sache mit dem Badeofen und ich sage es an der Stelle vielleicht auch nochmal, wenn ihr mit Dampf arbeitet, Vorsicht, Vorsicht, Dampfdruck ist sehr, sehr gefährlich, wenn das System geschlossen ist. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das System muss immer offen sein.
auch wenn ihr da Kugelhähne und so weiter dran baut, müsst ihr halbwegs wissen, was ihr da tut. Aber ja, macht das schon. Ihr habt es vorhin auch noch mal gesehen, ich glaube, ich habe die Sequenz noch mit reingenommen. Es geht auch ohne den Badeofen. Wenn ihr sagt, ihr habt keinen Platz für einen Badeofen, es geht auch mit einem Gaskocher. Ihr habt es vorhin gesehen, der Paella-Brenner, der hat in dem, das sind zwei Ringe, der innere Ring hat glaube ich 8 kW, das hat vorhin gedauert, lass mich lügen, 20 Minuten, ja, 20 Minuten, da waren 5 Liter Wasser am Kochen. Und wenn ihr da 5 bis 10 Liter einfüllt, kommt ihr erstmal ein paar Stunden beim Schmelzen. Das Problem ist halt immer, wenn ihr immer neu aufheizen müsst, deswegen kontinuierliche Dampferzeugung. Wie ihr das macht, ist letztendlich egal. Ihr könnt das Fass auch auf oder einen großen Topf, den ihr irgendwie dicht macht. Man könnte einen Schnellkochtopf nehmen. Ja. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es muss nicht immer teuer sein. Das Problem ist immer Imkerei. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Video auch schon gesagt. Wenn was für Imkerei gebaut ist, ist das gleich doppelt so teuer. Mindestens. Wenn man da ein bisschen kreativ ist, kann man das auch selber machen. Und mit 5 bis 10 Liter kochendem Wasser schmelzt ihr erstmal halben bis den ganzen Tag. Und dann habt ihr auch 30, 40, 50 Völker durchgeschmolzen. Wenn ihr totale Brutinnahme macht oder wenn ihr Wabentausch macht etc. Tja, soweit zum Fazit. Vielleicht ganz kurz nochmal hier, wir stehen gerade am Raps. Das Video ist auch schon ein paar Tage alt, also wir haben nicht erst gestern Wachs geschmolzen. Wir sehen hier den Raps, der sind ungefähr, naja, 50%, 60% der Blüten sind auf. Wir haben immer mal wieder schlechtes Wetter gehabt, also ich weiß nicht, dieses Frühjahr. Aber wie gesagt, das wird schon noch. Die Bienen fliegen noch wie wahnsinnig, die nutzen jede schöne Stunde aus. Und ja, wenn da ein paar Tage schönes Wetter sind, kommt auch noch ein paar Kilo Nektar und Honig zusammen, aber das ideale Flugwetter war es bis jetzt nicht. Ich denke mal, wenn der Raps hier noch zweieinhalb Wochen blüht, dann sind wir hier auch durch. Es riecht, leider gibt es kein Duft-YouTube, es riecht wie ein Rapsfeld halt, aber es ist unheimlich faszinierend. Jedes Jahr, wenn so der Duft von dem Nektar in der Luft liegt, herrlich. So, schönen 1. Mai. Macht nicht so doll. Macht's gut.